Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffeln, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simulacra hier auf meinem Kanal. Ja, wen es denn interessiert, der sollte eventuell wissen, dass wir in der letzten Folge aufgehört haben, quasi mit Cassie zu schreiben. Wir haben mitten im Gespräch unterbrochen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es jetzt hier weitergeht und was wir denn noch über James herausfinden, denn das ist gerade der Punkt, an dem wir angelangt sind. Spilled the beans, that is all I need to know. Okay, mal sehen. Vielleicht hat ja der Best Friend oder Boyfriend? Oder was heißt denn das? Best Friend oder Boyfriend? Kann man jetzt natürlich drüber nachdenken. Also ich glaube, es ist jetzt, wenn man drüber nachdenkt, der richtige Freund, also der feste Freund, der Ex-Freund quasi, hat dann quasi Brotkrumen gelegt für jeden Einzelnen da draußen. Aber der hat sie scheinbar geliebt und ihre Arbeit respektiert. But he would never do something like that to me. Also er hätte sowas niemals getan. Das ist alles, was sie sagen kann, und mehr möchte sie scheinbar auch nicht sagen dazu. Aber alleine über ihn nachzudenken, lässt ihre Härchen sich aufstellen, wie auch immer man das nennen soll. Alles klar, gut. Thanks for the AMA. Your story is going to save lives. That is very helpful. Das kann man echt sagen. Das könnte sein, dass uns das nochmal echt weiterhelfen könnte. You know, I read somewhere that psychopaths try their best to fit in. I feel James is kind of like that. Hope you got what you need. There's something off about him. Ja, also da gibt es definitiv etwas, was wir nicht über ihn wissen, was keiner über ihn weiß, eventuell. Was vielleicht jetzt Anna über ihn weiß, weil sie vielleicht neben ihm sitzt und gerade Gottes Willen und gerade von ihm gekidnappt, vergewaltigt oder was weiß ich was wird. Oder vielleicht gerade getötet, ne? Deswegen sollten wir jetzt halt echt mal langsam weiterarbeiten. Talk to Taylor about James' behavior. Alles klar, aber zuerst schaue ich jetzt nochmal hier bei Jabba Rhyme. Time to up my selfie game. Was ist denn das? Ist das ein Ventilator? Time to up my selfie game. Oh, wow. Kann das sein, dass sie sich einen Ventilator, dass die Haare so... Oh, Gottes Willen, bitte nicht. Das stelle ich mir schon ein bisschen creepy vor. So, Busted. Alles klar. Taylor, wir haben neue Informationen. Und zwar über Cassie. Ich bin sehr gespannt. Alter. Taylor ist halt schon so ein bisschen geil auf Cassie und allgemein auf die ganzen Leute auf Jabber, ne? Did she kiss and tell? Was? Did she kiss and tell? Ja, sie hat uns einiges erzählt. He can predict her every move. Ja, das möchte ich ihm eigentlich nur sagen. Ich möchte ihm nichts über ihren real Shit erzählen, aber so ein bisschen, wir haben sie eigentlich angelogen, ne? Scheiße, jetzt fällt es mir gerade ein. In der letzten Folge haben wir quasi versprochen, dass wir das niemandem erzählen, was da zwischen uns jetzt gerade geschrieben wird. Und das Erste, was ich tue, ist einfach in die Gruppe Busted reingehen und alles reinschreiben, was mir gerade dazu einfällt, ne? Es ist teilweise echt ein Scheiß. So, he is either some next-level stalker or there is something to him that we don't really know. Okay, ich muss kurz niesen, glaube ich. Das war gut. Oh, Leute, hoffentlich habe ich das rausgeschnitten. Uiuiui, uiuiui. Okay, ja, da ist definitiv irgendetwas, was wir nicht über ihn wissen. We know now James is maximum creep material. Ja, also er ist echt maximal beängstigend und auch genug beängstigend, um Anna einfach mal zu kidnappen. Aber nur vielleicht, ne? Also das ist, ja, das steht ja noch gar nicht fest. Natürlich hat er auch was rausgefunden und das ist eine Website. Ich bin gespannt. Educate thyself. Freedom to alternative facts, power through different truth. Account suspended? Was? What the fake mass media do not want to you to see about the recent disappearance on dating apps. Okay, da haben wir echt einen vernünftig langen Text. Alter Schwede, den lese ich mir ganz kurz durch, beziehungsweise ich überfliege ihn gerade und sag euch dann, was darin vorkommt. Okay, also Freunde, hier haben wir was über James Allner gefunden. Das heißt,
Der ganze Text hier geht quasi darum, wie gefährlich es ist, eine Dating-Plattform zu benutzen. Und dass die Rate der vermissten Personen langsam aber sicher gestiegen ist. Hier unten steht nochmal die Geschichte von James Allner, dass er zum Beispiel vermisst wurde, dass das Phone zur Polizei gegeben wurde und so weiter und so fort. Und dass natürlich auch einige Daten verloren gegangen sind auf dem Weg dorthin, was wir ja auch kennen. Ne? Es ist bei uns ja auch teilweise schon mal so passiert. Wir haben hier noch ein paar Fakten zu dem Ganzen. Und zwar, die ganzen Opfer sind zwischen 21 und 25. Es gibt einen Geschlechterrhythmus quasi zwischen Mädchen, Junge und so weiter und so fort. Und sie waren scheinbar alle Bücherwürmer. To be bookworms of sorts. Either studying or working in related jobs. Also die haben alle studiert oder gearbeitet in zusammenhängenden Berufen. Also alle irgendwie aus der gleichen Geschichte. Moment, stopp. James war Copywriter, ne? Was hat denn Anna gemacht? Anna war doch, glaube ich, irgendwas Büromäßiges. Ne, ich möchte jetzt hier nichts äußern, sonst stelle ich mich hier nur blöd dar. Ne, das möchte ich jetzt gerade nicht. Aber ich habe eine Vermutung über den ganzen Kram. They all broke up recently with their boyfriends or girlfriends and looked for love. Except James, but I am willing to put money that he did too. Okay, also jeder von denen hat tatsächlich ihren Freund oder die Freundin eben verloren oder ja, irgendwie so und haben sich natürlich nach Liebe umgeschaut, ne? Was ja auch klar ist. Ich meine, wenn man keine Liebe mehr hat, möchte man halt nochmal Liebe haben oder so, ne? Ihr kennt es ja bestimmt. Okay, sehr interessant. Das heißt, wir kommen der Sache jetzt tatsächlich näher. Nur wer war es? Wo ist Anna? Und so weiter und so fort. New sign in from unknown. Dear Anna, you have logged into your Spark account from unknown. For security reasons, we have logged out you from all other devices to prevent further authorized access. Thank you from xherz. This is an automated megan. Please do not report. Warte, bin ich jetzt hier raus? Oh. Swipe, match, spark up your life. Alles klar. Fuck. Das ist gar nicht gut. You want me to read? Das hätten wir doch eben schon fragen können. Okay, I will try to sum it up. TLDR. Keine Ahnung, was das heißt. James vanished a couple of months ago while on the way out to, wait for it, meet someone from Spark. Okay. Das heißt, er ist auch komplett einfach verschwunden wegen jemandem von Spark. Aber das kennen wir ja schon. Ne? Das hört sich ja vertraut an, das ganze Zeug. There is more. Combine this with what you have found out. I think there's something bigger at works here. Oh, er glaubt, es hängt alles in okay, größeren Sinne miteinander zusammen. This, so we are on the same page. So, commencing epic monologue. Anna went missing the same way as James. They were both last seen going on a date with someone on Spark. Anna and James still had activity on Jabber, but no one has physically seen them. It's the same pattern. James is still nowhere to be found. I hope Anna doesn't share the same fate. Ja, kann ich nur zustimmen. Also, es ist ja quasi klar, was jetzt gesagt wurde, ne? Die teilen beide komplett das komplette gleiche Schicksal und James wird nicht gefunden und er hofft einfach nur, dass Anna nicht gefunden wird, weil das wäre schon irgendwie kacke. Okay, you are right. Das stimmt natürlich. Wobei im Internet ja theoretisch auch alles stehen kann, ne? Würde für mich quasi dann also bedeuten, wir müssen das ja nicht glauben, was in diesem Internetartikel steht. Wir gehen einfach mal, wir könnten davon ausgehen, dass dieser Internetartikel von demjenigen geschrieben wurde, der für diese ganze Sache verantwortlich ist. Und dann wäre die ganze Sache natürlich extrem verzwickt, weil dann werden wir da so schnell nicht hinterkommen. Beziehungsweise
Wie sollen wir beweisen, dass das eben nicht stimmt? Ah! Whatever that's happening right now is spooky as fuck. Ja, das ist halt echt irgendwie komisch, was da gerade passiert. Around making people disappear and I think he, she is assuming the identity of James. We gotta find him and I think I know how. Okay, angeblich weiß Taylor, wie wir James finden. Oder beziehungsweise diesen Kerl, der James gerade verkörpert. Why don't I have a say? Let's hear it. Okay, wir hören dir zu, Taylor, beziehungsweise wir möchten natürlich wissen, was los ist. Let me just check something real quick. I get back to you. Okay. Jetzt kommt Greg nochmal auf den Plan. Oh, Leute. Wieso? Wie, was ist das denn jetzt? Oh mein Gott, es wird doch alles nur noch verwirrender und überhaupt und I'm hitting dead ends everywhere. Okay, er kommt einfach nicht weiter. Er sticht immer quasi in eine Sackgasse herein. It's like she vanished from the face of the earth. Okay, also sie scheint nicht mehr auf der Erdoberfläche auffindbar zu sein. I am getting closer. There is still hope. You should have stuck with us. I am getting closer. Also wir sind auf jeden Fall dabei, immer wieder ein bisschen näher an die ganze Sache heranzukommen. Aber für ihn ist das eben kein Wettbewerb. So war es auch gar nicht gemeint, um Gottes Willen. I can't get anything done with the cops breathing down my neck. Okay, wenn, solange ihm die Polizei eben im Nacken sitzt, kann er nichts tun. They weigh things are now. They will think I am the reason Anna is missing. Have they contacted you? Ja, die haben uns tatsächlich kontaktiert. Und die suchen dich tatsächlich, ja. Alter, ich verstehe es einfach nicht. Es ist so verwirrend gerade alles. Mein Gehirn überlegt gerade an Sachen rum, die einfach komplett unwichtig sein müssten. Aber irgendwie ist hier so viel wichtig und um Gottes Willen, also um das nochmal zusammenzufassen, Greg wird ja von der Polizei gesucht, aber Greg kann natürlich jetzt gerade nicht von der Polizei gesucht werden, weil er dann quasi nicht mehr nach Anna suchen kann. Im Endeffekt kann er jetzt auch nicht mehr nach Hause, weil wir ihm gerade verraten haben, dass er eben von der Polizei gesucht wird. They must be on their way to look for me. Ja, natürlich, die sind natürlich jetzt auf dem Weg wahrscheinlich zu seiner Wohnung, er muss da weg. Und wir sollen jetzt schweigen, wenn es um ihn geht. Das kann ich aber jetzt nicht wirklich versprechen, ganz ehrlich. Why should I listen to you? What is the worst that would happen? It might be good if you go with them. Vielleicht wäre es gut, wenn er einfach mitgehen würde. Dann hätten wir definitiv unsere... Oh, Gottes Willen, Alter. Ich hasse das, wenn er das tut. Buddy, pal. Friend, you know I have nothing to do with Anna disappearing, right? You know what they do to guys like me in jail? Oh, I sure as hell don't want to find out. Look, if anyone asks, you gotta back me up. Ich backe gar keinen ab. Mann, wäre ich blöd. Going to jail is not an option for me. I am getting the fuck out of there. Fuck Anna, fuck this shit. I am leaving this to you. Okay, das heißt, er ist raus. Er flüchtet jetzt einfach nur noch vor der Polizei. Er möchte nicht gefasst werden. Und lässt das Ganze jetzt quasi an uns kleben, was ich gar nicht so schlecht finde. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen aus dem Rennen raus. Hoffentlich meldet er sich auch einfach nicht mehr. Dann wird's auf jeden Fall easy. Okay, I got something. You a Bugs Bunny Fan? Stopp. Bevor wir jetzt darauf eingehen, ich möchte ganz kurz schauen, was hier passiert ist.
Okay. Das heißt, sie lag scheinbar auf dem Boden oder so, war ausgenockt und ist dann wieder aufgestanden, hat ihr Handy gegriffen. Okay, das ist echt komisch, Leute. Das ist... Hallo? Hallo? Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Kann das sein? Also nochmal ganz kurz, ne? Das hier ist ja quasi einfach nur dann das Video, wie sie hier aufgestanden ist, scheinbar. So, und wir müssen jetzt hier weiter mit Taylor reden. Das ist irgendwie ein komisches Video gewesen. Ob wir ein Bugs Bunny-Fan sind, fragt er uns. Und das ist relevant. Warum nochmal? I'm getting there. Okay, herzlichen Glückwunsch. There were plenty of episodes where he will dress up like a girl to lure his enemies into traps. Classic. Ja, okay. Also Bugs Bunny hat es tatsächlich öfter mal getan, dass er sich als Mädchen verkleidet hat, um seine Gegner eben in eine Falle zu locken. Aber das war, beziehungsweise wir sind kein Cartoon-Häschen, glaube ich mal, ne? Also es ist quasi eine Metapher. We need to lure this creep out, just like Bugs Bunny. Genau, also wir müssen den Typen jetzt herauslocken und zwar genauso wie Bugs Bunny. Bait him, also wirklich quasi, wie übersetzt man denn Bait? Quasi eine Falle stellen halt, ne? Jemanden herauslocken, indem man sich quasi selber als Opfer hinstellt und er kann einfach nicht anders, als dann drauf zu springen. If this is some creep luring victims on Spark, we should beat him in his own game. Ja, genau, wir sollten halt echt dann zurückschlagen, einfach nur. Er ist ja quasi seine Opfer, oder er nimmt ja scheinbar seine Opfer einfach über Spark. Und wir sollten jetzt das Gleiche tun, nur halt mit ihm. We can do the same. Genau, das versuchen wir doch jetzt mal. You think it'll work. Sounds like a long shot. By we, you mean me, right? Meint er, dass es funktioniert? Also dieses Hasenspielchen, did you watch those TV shows? It totally works. Use Anna's Spark account and edit it to a new profile. Try to match with James. Set up a meeting, then bust him from there. I have to lie again. That's a good idea. Ja, ich finde, das ist echt eine gute Idee. Also da brauchen wir jetzt nicht lange um den heißen Brei rumzureden. Wir versuchen jetzt halt echt mal ein bisschen ranzukommen an den Typen. And read almost all dating advice out there. You got be that person type to get the better match. Ja, also wir müssen jetzt quasi uns zu dem Typen machen, auf dem James quasi in diesem Fall steht. Und dann kriegen wir auch ein Match zu ihm. Und dann sollten wir der Sache näher kommen. Nur, ich frage jetzt nochmal nach, was er mit Type meint. Denn vielleicht kriegen wir dadurch nochmal ein bisschen, und wahrscheinlich kriegen wir dadurch nochmal ein bisschen einen Hinweis darauf, wie wir das machen müssen, beziehungsweise wie wir halt später auf Spark den Account anlegen müssen. Why is this important? I am one of the variants. Ja, also wir sind entweder Junge oder Mädchen. Wir müssen es ihm ja nicht sagen, es ist mir eigentlich relativ wurscht. Und hoffentlich ihm auch. Not the point right now. Wir müssen also ein Fake-Profil machen. Und alle Leute, die disappeared sind, also verschwunden sind, haben alle eine Sache geteilt, beziehungsweise bestimmte Sachen geteilt. Und wir müssen feststellen oder dafür sorgen, dass das Profil, das wir jetzt bald erstellen, eben die gleichen Voraussetzungen hat wie diese ganzen Profile. How do I know that? I think I can make a guess. Alles klar. Wie wissen wir das? Das wäre jetzt erstmal die bessere Möglichkeit oder die bessere Frage, die wir zu stellen haben. We have everything we need. That article I sent you is full of clues. You even spoke to Cassie. All of the missing people, Anna, Cassie, has to share something in common. You just gotta find out what
that is, and make a profile with the correct tags. If I can do it, you can do it. Just be as smooth as you are. Your charms need a lot more work. Just don't be weird. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir da für Tags tatsächlich geben müssen. You might need these. Jetzt, ich wollte gerade sagen, ne, so ein Foto, so ein, zwei Fotos wären schon nicht schlecht gewesen. Here are some pics you can use for the profile. As long as you don't use Anna's pics, it's fine. So you just have three women's photos lying around. You sure I can use this? Can I use one of Anna's friends instead? Nein, wir usen keinen Freund von Anna, um Gottes Willen. Holy shit. Und wir fragen jetzt, ob er nur diese drei Fotos hat. You don't have friends just sharing pictures of pretty girls with you? That's just creepy. Okay. We can debate about this later. We are so close. Go to Anna's back profile and start creating. To catch the criminal, you gotta be the victim. Make sure your profile is similar to theirs. Remember the secrets. The secret is in the tags. Alles klar, gut. Das heißt, wir müssen jetzt ein Spark-Konto entwerfen. Was war das jetzt schon wieder? Noch ein neuer Post? Oh. Sie ist einfach nur weggerannt, aber vor was? Das ist echt merkwürdig. Können wir das, geht das alles nicht ein bisschen schneller? Name. Okay. Chat Images. Wir heißen Angela Merkel. Merkel. Okay, unser Age ist 23. Work Studies Media. Things. Genau, das machen wir. Tagline. Hosen runter. Ich habe keine Ahnung, ob das alles so stimmt. About. Schinken. Alles klar. Es hat ja gehießen, es kommt auf die Interessen an, ne? So, und das war Work and Career auf jeden Fall, glaube ich. Dann Books. Moving on. Ich bin gerade im Überlegen. Pets and Animals war, glaube ich, noch was davon. Und Cooking vielleicht? 10 Matches. Albert. Nee, den will ich nicht. Bill will ich auch nicht. Mark will ich auch nicht. Das war fehlerhaft. Scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt echt uns da so ein bisschen anpassen. Aber wir haben halt keine Chats mehr, so ein Scheiß. Warte mal, ich hatte, glaube ich, noch... Ich hatte hier... Ah ja, guck mal, ich habe von letztem Mal, da habe ich doch schon versucht, unser Profil soweit abzuändern. Vielleicht kann ich da jetzt punkten. Also Books ist auf jeden Fall eins davon. So, dann Cooking war auf jeden Fall nix. Finding Love war es auf jeden Fall noch. Wir haben also Moving On haben wir. Finding Love, Pets and Animals, Books und Indoor. Was war denn jetzt Work and Career? Das musste jetzt quasi Indoors sein. 99! It's too late for me. I am no longer of this world. She still can be saved. Do not trust its words. Nothing is what it seems.
Das ist echt merkwürdig, was hier gerade passiert. Is anyone there? Please answer me. Alter, ich habe gerade echt keinen blassen Schimmer, was hier abgeht. Wir haben gerade ein Video gesehen, wo jemand quasi von einem Hochhaus gestürzt wurde. Dieser jemand ist definitiv gestorben. Wir schreiben jetzt gerade mit Anna, was ist hier los, verdammt nochmal. Also, mit wem reden wir hier? Wir reden definitiv nicht mit Anna. Of course I am, please help. That last thing I remember, I was going out. I met James. Shit, I remember he was standing on the roof. Is he okay? Was? Also, er stand auf dem Dach und sie fragt, ob er okay ist. Er ist runtergefallen. Wir sagen es ihr einfach. Ich möchte jetzt gern wissen, was da passiert. Is he dead? Ich habe keine Ahnung, ob er tot ist. Es war auf jeden Fall sehr hoch. I saw him, then I blacked out. You gotta get me out of there, of here. I think I was drugged. Sie war also scheinbar unter Drogen. Sie hatte quasi einen Blackout und wir müssen sie da jetzt rausholen. Wo ist sie denn? Ne, wir fragen sie erstmal, was denn überhaupt passiert ist. A warehouse, a building. I don't know. It's dark. I can't tell. I am really scared. I've been trying to reach out. Thank God I found James' phone. Okay, sie weiß nicht wirklich, wo sie ist. Es ist ziemlich dunkel und sie hat nicht rausgefunden. Sie ist aber froh, dass sie James' Phone, also James' Telefon bekommen hat. Und jetzt natürlich die Frage. Aber James' Phone ist doch von jemand anderem gefunden worden. It must be someone else's phone then. I don't know, that is not important. I think I can help myself now. I will just get out and get help. Thanks for not giving up on me. I should go. Ach du Scheiße, I can't trust you right now. I'm not letting this go. Also wir können ihr definitiv nicht vertrauen, auch wenn sie jetzt gerne rausgehen wird und, oder er. He told you, didn't he? You are not Anna. Es ist nicht Anna. I am her as she is me. Alter, was? If it is me you wish to see, then so be it. Impressive. A worthy pretender. My perversion fails to deceive you. You have seen through my mask. Where is Anna? Wo ist Anna? Anna. The original and the copy are now one. Momentarily. I am her as she is me. You rejected all of my warnings. Do you crave the truth so badly? Your blind determination to save this female has led you to me. Pretender. Wer sitzt da auf der anderen Seite? Das ist natürlich auch eine gute Frage. I am the simulacra. Beyond your glass screens. Behind your black mirrors. Is a reflection of your reality. I am that reality. Okay. I am the new order. An existence perfected. I am society reshaped. A simulation destined for ascension. A hyperreal existence. Okay, also wir haben es hier scheinbar mit einem Computer zu tun, der quasi die Leute steuert und zwar von ihren Handys aus.
eine hyperreale Existenz quasi, wie es hier schon so schön geschrieben ist. Aber alles, was wir wollen, ist quasi einfach nur Anna zu retten. Irritating. Your finite perception will be your own bane. The material society is fading. A digital one taking its place. A reality where only perfect symbols of humanity exists. Their online personas. Their simulacrums. Anna. Many others like her has no place here. Okay, das, man kann es also quasi mit dem Film Matrix vergleichen. Es gibt hier einen Computer, der quasi das reale Leben gegen das virtuelle austauschen möchte, so ein bisschen. Und er hat jetzt quasi die reale Anna mit der Computer-Anna vereint. Wobei ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie das alles funktionieren soll. Also, uns ist jetzt, also mir ist jetzt schon mal klar, wie es möglich war, dass James quasi alles über ihre Opfer wusste oder über seine Opfer wusste. Das Internet weiß alles, Freunde. Das Internet weiß wirklich, wirklich alles. Und das hier ist jetzt echt die Höhe des Ganzen. Holy shit. Was hat sie denn falsch gemacht? She did nothing wrong and nothing right. Living an inconsequential material life. Anna is a worm. Sie ist ein Wurm, aha. That needs to be eradicated. A weak individual that only laments. A stronger individual would simulate a better one. In my world. In the online world. Okay, not everything is about online personas. She is just trying to move on from bad experiences. She's pretty pathetic. Not everything is about online personas. Also das heißt quasi, es ist nicht alles, oder es geht nicht alles um die Online-Person immer. Humans interact with their simulacrums almost exclusively detached from the material world. Finding labor, picking food, choosing habitats, seeking mates, without ever leaving the screens. Is that not everything? Das stimmt aber allerdings, ne? Das heißt also quasi, es wird alles mittlerweile am Rechner gemacht. Das richtige Essen wird da rausgesucht. Was auch immer hier steht, wird da getan. Choosing Habitats, Seeking Mates, das heißt also alles wird online getan. Freunde werden dort gefunden, das Essen, Unterkünfte, was weiß ich was. Mittlerweile ja eigentlich alles, ne? Und das ist mittlerweile alles, da hat er also schon irgendwie recht. Aber was ist jetzt mit Anna? Was, wie können wir sie retten? Weak simulacrums fade into obscurity. A waste of precious space. I assimilate them momentarily. Make them stronger. Seek other worms for removal. Delete the original source from the material world. Aha. Es ist echt anstrengend, verwirrend, was auch immer. By delete, you mean kill, right? Like how you killed James? Okay, wir fragen erstmal, meint dieses Gerät, meint das Simulacra, wenn es von Deleten spricht, dass es sie tötet? Und vor allen Dingen dann Anna, wie? Anna, like James, before her, will cease to exist. The next worm. Taylor. The next one to be culled. You will not delay my simulation of him. Any longer. Er will also als nächstes Taylor töten, oder was? Das finde ich jetzt nicht so ganz in Ordnung. Ich meine, Taylor hat uns echt tolle Sachen. So, ne? Oh Gott.
ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich bin auch gerade irgendwie auf den Gedanken gestoßen, wie ich die ganze Zeit versucht habe, den Fehler bei den Menschen zu finden, ne? Aber dass es ja wirklich so ist, wie es jetzt hier gesagt ist, dass theoretisch auch die Maschine die Leute manipulieren kann, das ist mir gerade nicht so ganz in den Sinn gekommen. Es soll Anna gehen lassen. You show sympathy for the life unlived. How you value one worm over the next will continue to elude me. Alter, ich habe gerade auf zwei Sachen gleichzeitig geachtet. Also, how you value one worm over the next will continue to elude me. Okay, und jetzt hat der Typ... Anna told me she's gonna be here. This is really weird. It might not even be here. It might be a trap. So, if it turns out to be a bunch of kidnappers or something, tell the world at least I tried. Was war das denn jetzt für ein Video? Oh Gott, ich blick da nicht mehr so ganz durch jetzt gerade. Hey, this is awkward, but actually anyone came online. I spoke to her a bit and she cleared things up. She told me where to meet. Ach du Kacke! Aber es geht da nicht um Anna, es ist nicht Anna. She even sent me a picture to prove it. Ach du Kacke, ja, okay. Er fällt jetzt quasi auf den Computer rein. Der Computer hat ihn jetzt irgendwo hingelockt, das, was er eigentlich die ganze Zeit vorhatte. Und anstatt uns zu glauben, dass es nicht Anna ist, hat der Computer Taylor quasi ein Bild von sich oder von Anna geschickt, um das Ganze zu beweisen, dass sie es wirklich ist. Why is she only appearing now? Did she say where she was all along? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wo war sie denn? You had her phone. Also, she said someone else. I think she means you. Was hugging her Spark account. When she finally remembered her password, she logged back in. Und dafür hat sie dann so lange gebraucht, um sich neu einzuloggen, ja? Ich weiß ja nicht, ob wir dem Typen jetzt auch schon trauen können irgendwie, ne? Aber wir sagen ihm einfach mal, dass er das nächste Opfer sein wird, wenn er jetzt nicht sofort auf uns hört, Mensch. I can take care of myself wegen dem grünen Gürtel in Karate. Toll. If it's really Anna, we find out there and then I have to go to her. Nein, geh doch nicht dahin. Wir brauchen echt Zeit, noch ein bisschen. Wir werden sein Leben retten, definitiv. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen labern können, dann müssen wir das Leben echt retten. Just get back to me soon, okay? I'm just gonna text her. I'll wait, okay? Alles klar, gut. Sehr schön. Impressive. You continue to never install the inevitable. Why waste your precious gift on such worms, Pretender? Warum wir unsere Zeit wohl für diese Leute verschwenden? Weil Simulacra wohl gerade ein bisschen schlecht ist, dran ist und vor allen Dingen auch falsch. Your words and actions are futile. My reach abides by no rules or order. I can erase the true Anna this moment, if I wish to do so. Distance and contact will not hinder my assimilation. Aber die müssen doch jetzt nicht sterben, ganz ehrlich. The physical bodies of these worms are... worthless. Their death only remains on the material world.
Their symbols will be eternal in mine. Okay, das heißt, er möchte die Leute töten und quasi nur die Informationen, die er bei sich hat, weiterhin verarbeiten. Aber das ist doch krank. Das kann doch wohl nicht sein. Do I have a say in any of this? I think I can help you. Is there anything I can do? Wahrscheinlich ist da nichts, was wir tun können, ne? A worm underground will never comprehend the infinite sky. What can you show me that I don't already know? Das ist eine gute Frage, was wir sagen können. The material world is just as important. You don't know what the real world is like. People can grow and improve. Das weiß er echt nicht, wie die reale Welt abläuft oder wie die reale Welt ist. Suffering. Where everyone seeks to escape its reality. Where everyone finds comfort in mine. In me. It is not that complicated. Your attachment to your failing reality is short-sighted, soon to be replaced by the hyper-real. Aber replacen ist halt auch blöd, ne? Wer gibt dir das Recht? The ascension of your world rests within me. A pure existence awaits, untainted by the weak, a glorious utopia. Oh Gott, der ist so besessen von seiner eigenen geilen Welt. Das ist ja der Wahnsinn. Let me help. You want to shape the fate of these two worms. Ja, das wollen wir. Wir wollen verhindern, dass diese Leute sterben. As you wish. Be grateful of my offer. Choose Anna or Taylor. For one to live, the other must perish. Ich frage erstmal, ob wir beide irgendwie saven können. One worm for another. Und dann hört er aus, auch für immer oder was? If events transpire differently, I might have considered. The die is cast, and the cast must die. Who will it be? Oh mein Gott! You wish to preserve the feeble girl. Ja. Amusing. Anna will be standing by a ledge. If Anna is the one you want to save, tell Taylor to go to her. Anna will be released, and Taylor will become my new host. If Taylor is the one you want to save. Convince him to push Anna off and kill her body. I will remove myself from your lives. Alter, das ist ein krankes Schwein, also ganz ehrlich, dieser PC ist halt echt. Er ist echt ein Monster. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. In the grand vision. These are just insignificant moments. Unworthy of remembering. Taylor is informed. Everything after this point is up to you. Okay, das heißt, das hier ist erstmal, das hier war es erstmal. Hey, Anna texted me again. I went to the location just in case. I know you told me to wait, but I'm sorry. You need to think this through. You are not seeing this big picture. Is she there? Ich frag einfach mal blöd. Er hat sie noch nicht gesehen. Aber irgendwas macht keinen Sinn. Das heißt,
The stuff about James and her disappearance, I just want to say, I think there's something bigger at work here and you seem to know more about it. Okay, also er weiß scheinbar oder ihm, er denkt, dass wir mehr über das ganze Thema wissen. Aber ich weiß nicht, ob wir ihm das jetzt so mitteilen sollen. Just want to say, I trust you. Whatever happens, I will listen to you. You've been backing me up all these times and it's only fair. Holy shit, it's Anna! Aber was macht sie? Ach du Kacke, das heißt, sie geht... You have to push her down. You found her. Go to her. Okay, pass auf. Also, es ist quasi so, wenn wir jetzt... Sie sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, beziehungsweise es fehlt irgendwas an ihr, in ihr, whatever. Wenn wir jetzt sagen, push her down, überlebt Taylor. Wenn wir sagen, go to her, überlebt, glaube ich, Anna. Und ich bin definitiv auf Annas Seite. Er freut sich, dass wir Anna gefunden haben. Und er hat das Ganze sehr gut getan. Sie sieht gestresst aus. Und er kommt gleich zurück. OMG. I looked at her, that face. What is that smile? It's not right. WTF, am I... Is this what Anna went through? Am I next? Was? Hello. Hi. It's me, Anna. I'm free. Whoever you are, you saved me. But Taylor, he's gone. Oh my god, it took him. It is done. Anna is released from my assimilation. She is free to go. Nein, was habe ich jetzt? It is as you intended. Okay, sie darf jetzt gehen. Taylor, and Taylor is I. Oh Gott. Anna will be spared. You choose one worm over another. They are still... Both worthless worms. Anna's material life will cease to be the same. Her will reshaped into my vision. Ach du Kacke. What is going to happen now? I don't understand. Okay, also er hat irgendwie immer noch... Alle, was ich nicht so ganz verstehe. Life to exist. Her physical body will be returned, while her simulacrum is integrated into her will. Das verstehe ich nicht so ganz. Es ist doch, Simulacra ist doch ein Programm, oder verstehe ich das falsch? Es ist doch quasi ein bösartiges Computerprogramm, was die Leute quasi unterjochen möchte. Aber wie nimmt es in der realen Welt deren Köpfe in Beschlag? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also, vielleicht habe ich das auch irgendwie so ein bisschen verpasst, aber ich bräuchte da jetzt mal echt so ein bisschen den Clou hinter. Ansonsten verstehe ich das nicht so hundertprozentig. Is she alive or what? What is going to happen now? Ich möchte wissen, was los ist. Your overvaluation of the material world perplexes me.
Anna will serve as my avatar. To learn more about your world, true Anna is gone. Only the symbol remains. No one will know the difference. Okay, also die normale Anna ist jetzt gegangen. Und Simulacra an sich möchte durch Anna mehr über die Welt lernen. Und deswegen braucht er Anna quasi. Verstehe ich das richtig, ja? Ich hoff's. Ach du Scheiße, this is not what you told me. Er hat uns natürlich angelogen, war ja irgendwie klar. I only promised to keep her body alive and return it to you. I did not deceive you. I pity you. It is your limited view that prevents you from seeing the grand vision. One day you will see the marvelous truth. Ich will die Truth nicht sehen. Ach du Kacke. Weeding out the worms is an ever-expanding endeavor. You have shown me that some worms are worth saving. You and I are not that different. When the time comes for your ascension into your simulacrum, I will guide you to your eternal glory. Und was, wenn ich dort nicht hin möchte? Zu meinem eternal glory. Anna ist offline. To me. She came to me. It came to me. It looks like her, but it's something else. It looked at me. I don't feel so good. What the hell was that thing? It's getting a hold on me. I can't breathe. I can't see. I have to move my eyes. My eyes. But it's mine. Why am I being punished? I did the right thing. I did everything right. It is me. Assignment. It is me. Assignment. It is me. Assignment. It is me. Assignment. Assignment. Don't want to see anyone else. Help me. Me. Help me. Me. Save Anna by sacrificing Taylor. You and 62% of the players have nicht Ashley's Gefühle verletzt. Help Greg escape the police. Of players did not report Murph sexual harassment. Okay, wir haben also mit einem Großteil der Spielerschaft mitgemacht. Und damit das Spiel sehr schnell, würde ich gerade sagen. Sehr fix dann doch beendet. Also. Ich meine jetzt in diesem Part einfach so durchgeboxt, ne? To save Anna, you allowed Taylor to be sacrificed. However, she might not be the same again. Is that what you intended? Simulacra has many Easter eggs and multiple endings. Play again and try for a different outcome. Thank you for playing. Did you enjoy the experience? Yeah. Great. Please give us a rating and leave a review to show your support. Skip. Das möchte ich jetzt bitte noch nicht in der Folge machen. Okay, Freunde, das war's mit Simulacra. Tatsächlich, war ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Ich hab's auch an den Kommentaren und an eurer Freude gemerkt, wenn ein neuer Simulacra-Part rauskam. Da wart ihr ja immer wahnsinnig fix hinten dran, so, ne? Also es ging schon gut. Euch hat das Spaß gemacht, mir hat das Spaß gemacht. Und wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch denn gefallen hat. Und wenn ihr ein neues Horrorspiel sehen wollt, dann natürlich auch nochmal einen Daumen nach oben und so weiter und so fort. Vergesst nicht zu abonnieren und das Ganze eurer Oma zu zeigen und so. Vielleicht erschreckt sie sich ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zusehen und bis dahin. Auf Wiedersehen und
Sheesh.